Französisch-deutscher Schulterschluss an der Côte d'Azur. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die deutsche Kanzlerin Angela Merkel in seiner Residenz Fort de Brégançon empfangen, einer Festungsinsel nahe Toulon. Beide drückten in Bezug auf die Umsetzung des historischen EU-Finanzpakets zur Abfederung der Corona-Krise aufs Tempo. Wir haben also Handlungsfähigkeit gezeigt in einer ökonomisch und auch politisch wichtigen Situation im Juli. Und das muss jetzt umgesetzt werden in den Diskussionen mit dem Europäischen Parlament, in den nationalen Ratifizierungen. Denn es ist von entscheidender Bedeutung, dass das Geld dann auch zur Verfügung steht für die notwendigen Investitionen ab Beginn des Jahres 2021. Weiteres drängendes Thema vor malerischer Kulisse, der Erdgas- und Gebietsstreit zwischen Griechenland und der Türkei. Merkel sprach von einer sehr kritischen Situation im östlichen Mittelmeer. Attacken auf die Souveränität von EU-Mitgliedstaaten seien nicht akzeptabel. Macron betonte, es gehe auch um die Verteidigung der Souveränität der gesamten EU. Deshalb hatte Frankreich seine Militärpräsenz in der Region verstärkt. Diplomatie ohne manchmal militärische rote Linien und militärische Präsenz gibt es nicht, zumindest nicht lange, aber militärische Macht ohne einen diplomatischen Weg ist kontraproduktiv, weil sie nur zur Eskalation führt. Wir müssen beides festhalten, das ist es, was wir tun. Merkel und Macron tauschten sich auch über andere internationale Krisen aus und demonstrierten auch dabei Einigkeit. Der Tenor, Probleme sollten durch Dialog gelöst werden und nicht durch die Eskalation von Spannungen.